Ja, guten Morgen nochmal. Heute wieder mit einer liebevollen Erinnerung, wer wir sind, an unsere wahre Identität, unser wahres Sein. Fundamentale Worte, weil sie von Gott für uns gegeben sind. Gott ist mein Vater. Und ich, sein geliebter Sohn. Und er liebt seinen Sohn. Wie könnte es auch anders sein? Der Vater liebt sein Kind. Gott liebt seinen Sohn. Und wer ist sein Sohn? Ich bin es. Du bist es. Wir sind es. Und das will wirken. Das ist Geistesschulung. Deshalb diese starken Worte, diese einfachen, starken Worte von Gott an dich, an uns. Gott ist mein Vater. Und er liebt seinen Sohn. Sprich dich. Weil er die Liebe ist und du auch. Und das ist unsere wahre Identität. Groß geschrieben. Unser wahres Sein in Gott. Gott ist mein Vater und er liebt seinen Sohn. Meine wahre Identität ist so sicher, so erhaben, sündenlos. Herrlich und groß. So gänzlich mildtätig und frei von Schuld, dass der Himmel sich an sie, dieser wahren Identität, wendet, damit sie ihm Licht gebe. Du bist so stark und mächtig. Du kannst dem ganzen Himmel Licht geben. Du kannst der ganzen Welt Licht geben. Durch deine wahre Identität.
durch dein Gewahrsein in Gott, durch deine mächtige Erinnerung an ihn, durch dein Geben und Empfangen von Gottes Wort. Und nur das ist Gottes Wille und so auch der meine. Also lass dein Licht leuchten. Du bist das Licht der Welt. Vergiss das nicht. Deine wahre Identität erhält die Welt. Sie ist die Gabe, die mir mein Vater gab und auch diejenige, die ich der Welt gebe. Es gibt keine andere Gabe als diese, die gegeben oder empfangen werden könnte. Dies ist die Wirklichkeit und nur dies. Dies ist das Ende der Illusion. Sie ist die Wahrheit. Gott ist mein Vater und er liebt seinen Sohn. Gott ist mein Vater und er liebt mich und dich, uns alle. Gleichermaßen, immerwährend. Einfach so, weil das unsere wahre Identität ist, weil es einfach so gegeben ist, im Himmel und so auch auf Erden. Ich erkenne es durch meine neue Sicht, durch meinen Geisteswandel. Durch meine Bereitwilligkeit, beständig mich zu schulen und zu üben in dieser wahren Sicht. Und all diese Liebe des Vaters, die mich so sicher trägt und hält, die immer mit mir ist, wirklich anzunehmen, da keinen Zweifel mehr zu hegen, keinen, da nichts mehr in Frage zu stellen. Da gibt es keine Frage mehr.
mein Name großgeschrieben, ist dir immer noch bekannt, o Vater. Er hat seinen Sohn nie vergessen. Mögen auch wir nicht mehr vergessen. Mein Name ist dir immer noch bekannt, o Vater. Ich habe ihn vergessen und erkenne nicht, wohin ich gehe, wer ich bin oder was ich tue. Erinnere mich jetzt, Vater, denn ich bin der Welt müde, die ich sehe. Offenbare, was du möchtest, dass ich stattdessen sehen soll. Vater, erhelle du meinen Geist. Lass mich jetzt über diese Welt erheben, meinen Geist ausdehnen. Mich in geistiger Gesundheit wahrnehmen, in Gott. Du bist mein Vater. Und du liebst mich, so wie ich jetzt bin. Denn dies ist der heilige Augenblick. Der heilige Augenblick der Erlösung, des Gebens und Empfangens. Des Annehmens der wahren Identität. In mir, meiner wahren Größe. Und all dem Frieden der Schönheit, der Liebe und des Lichts. Und damit sind wir jetzt wieder für einen Moment einfach still, stillruhend in diesem herrlichen Gewahrsein, miteinander, im Einssein. Im Einssein der Einsgesinntheit.
Gott ist der Vater und er liebt seinen Sohn. Gott schenkt immerzu seine Liebe. Er ist der Fluss der Liebe und des Friedens. Und wir sind Teil davon. Und deshalb ist das auch uns gegeben. Und das können wir wahrnehmen. Dieses im Fluss sein. In dieser sanften und liebevollen Stille. Diesem einfachen Sein. Wir sind der Kanal für Gott. Was ist der Fluss? Der Kanal ist der Fluss. Und es fließt beständig. Ob ich es wahrnehme oder nicht. Durch die Klärung meines Geistes nehme ich mehr und mehr wahr, dass es so ist. Und dass es an mir liegt, diese Läuterung noch mehr anzunehmen, noch mehr geschehen zu lassen. Diese Reinigung in jedem Moment, so schnell scheine ich wieder zurückzufallen, in irgendwas Altes hineinzupurzeln. Ich will meinen Geist erheben und erhellen und darüber hinausschauen. Mich über das Schlachtfeld erheben und diese gütige, liebevolle Sicht, von dem mir der Vater spricht, annehmen. Christi Schau. Meine Erlösung und ich bin gerufen, mich da wirklich klar und deutlich auszurichten. Nicht mehr rumzueiern. Weil das verunsichert. Es verunsichert alle, wenn wir so rumeiern. Und es verunsichert mich selbst. Ich muss verlernen, wirklich meine alte Sicht noch weiter zu bedienen, diesem Wahnsinn Glauben zu schenken,
mich damit immer wieder zu identifizieren. Das ist wie eine Sucht, immer wieder dahin zu schauen, dahin zu gehen, sich irgendwie zu bestätigen, dass ich das doch bin, dieses Alte. Das will ich nicht mehr. Ich will mich in der neuen Sicht üben. Mich neu ausrichten. Frieden schenken. Liebe geben im Sinne des Vaters. Diese geistige Liebe, die alles zusammenhält, die alles umhüllt, umschließt. Die so einschließlich ist, unwandelbar, unveränderbar. Meine wahre Identität eben. Und auch deine. Und darin sind wir alle eins, alle gleich. Nur Gottes Wille ist. Gib der Sünde oder der Schuld keine Macht mehr. Dann hänge ich wieder im alten Denken. Dann hänge ich wieder in dieser Welt, so wie ich sie jetzt noch wahrnehme, mit all dem Leid, Schmerz, Krankheit, Tod. Sünde ist Tod. Gottes Wille ist Leben. Licht. Freiheit. Die Wahrheit. Der Weg. Und dafür wieder das Textbuch. Immer wieder. Es ist genauso von Bedeutung für unsere Geistesschulung wie die Lektion. Also nimm dieses Mittel an und schule dich. Das ist ein Selbststudium. Ich sitze nur hier, weil ich mich selber schule und lass dich daran teilhaben. Das Miteinander verstärkt natürlich das Lernen und Verlernen. Es scheint es einfacher zu machen. Dadurch scheint es leichter, wirklich da zu sein. Nicht immer wieder abzutauchen.
vernünftig zu sein. Der Kurs spricht auch immer wieder von der wahren Vernunft. Die Verantwortung zu übernehmen, die ich nun mal habe. Ein jeder hat die Verantwortung, denn ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Und ich will mich nicht für schuldig erklären, denn in Gott gibt es keine Schuld, dass ich jetzt vielleicht noch nicht in der Lage bin, seine Funktion vollkommen zu erfüllen. Ich bin Lernende. Scheinbar braucht es Zeit, mich so liebevoll anzunehmen, wie es der Vater tut. Vollständig, vollkommen. Mit allem. Auch mit den scheinbaren Fehlern, die keine Bedeutung in Gott haben. Und sie werden vergehen, sie werden verblassen, weil sie dort in Gott nicht existieren. Und ich werde früher oder später davon loslassen. Weil es einfach nicht mehr gebraucht wird. Ich als der Sohn denke genauso wie Gott. Und Gott, der mich als sein Sohn sieht, denkt die gleichen Gedanken wie ich. In diesem einen Gewahrsein. Deshalb sage ich immer wieder, sprich mir nur von Gott. Sprich mir von der Liebe. Sprich mir von dem Frieden. Sprich mir von der höheren Ebene. Weil das ist es, was es braucht. Mich wirklich zu öffnen, mich auszudehnen, zu erblühen. Aufzustehen, die Auferstehung. Ich bin der Mitschöpfer des gesamten Universums. Hallo, wie stark bist du denn? Du bist der Mitschöpfer des gesamten Universums. Du bist stark und mächtig. Schau auf und du wirst es sehen. Also nutze den Heiligen Geist, der dir hier gegeben ist, um dich wandeln zu lassen. Er nutzt alles für den Geisteswandel. Wenn du bereit bist, alles zu geben, dich hinzugeben, Gott ist Hingabe.
totale Hingabe, Kapitulation. Und ich habe keine Angst mehr davor. Ich stehe zu Gott, weil das meine Heilung ist. Ich mich in geistiger Gesundheit erfahre. Endlich. Endlich gibt es einen Sinn und Zweck. Gott ist mein Fundament. Gott ist und ich bin. Gott ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Und er liebt seinen Sohn. Jetzt. Und Gottes Liebe ist die Liebe zu dir selbst. Das vergiss nicht. Es ist alles für dich. Du schenkst es dir selbst. Und somit für uns alle. Deine Heilung ist meine Heilung. Meine Heilung ist deine Heilung. So liebe und lass dich lieben im Sinne des Vaters. Und das ist alles. Durch deine wahre Identität wird alles ganz natürlich folgen. Deshalb brauche ich nichts zu tun, außer dieser kleinen Bereitwilligkeit, mich für Gott zu öffnen, für mich selbst, großgeschrieben, für das eine Selbst, dem Einssein, dem einen reinen Geist. Also danke, danke, geliebter Bruder. So wundervoll, so liebevoll. Danke, danke.